Julian Backhaus, Herausgeber vom Erfolg-Magazin und der noch viele andere Dinge macht, herzlich willkommen in Neuss. Danke für die Einladung. Dankeschön. Also ich persönlich, da gibt es andere Meinungen, bin der Überzeugung, dass man so eine Multistrategie fahren muss und alle Plattformen bespielen sollte, auch die ganz neuen, weil A, es kostet dich ja in der Regel nichts. In der Regel sind es einfach ein paar Klicks mehr, diese Sachen dann auch auf den anderen Kanälen zu teilen. Und heutzutage sollte jedes Unternehmen auch natürlich innerhalb der Marketingabteilung auch einen Social Media Zuständigen haben, der sich sowieso den ganzen Tag darum kümmert, weil das ist ein Dayjob. Also das ist wirklich, also bei uns, bei dir sind es noch mehr, ich will es gar nicht wissen, aber bei uns sind es alleine drei Leute, die sich jeden Tag konsequent mit Social Media beschäftigen, manche rund um die Uhr. Und da Sachen vorantreiben. Weil du kannst ja ein Profil haben und du kannst aktiv auf den sozialen Medien sein. Also ein Profil zu haben und irgendwas da reinzustellen, heißt ja noch nicht, dass es irgendwie Reichweite generiert, sondern das musst du ja erstmal erzeugen, das musst du triggern und musst da jemanden beisetzen, der sozusagen, und ich meine, man kann deine Videos gucken, man kann Bücher lesen, da gibt es mittlerweile so viele Informationen, dass du wenigstens so diese 10 Punkte verstanden hast, die wichtig sind, um auf Social Media auch eine Reichweite aufzubauen. Es dauert heute meiner Meinung nach länger, weil es wird alles irgendwie so ein bisschen von den Algorithmen immer gemeiner. Es dauert länger, Reichweite aufzubauen und stabil zu sein und so weiter. Aber ich finde es unerlässlich.